Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 12 News Update. Alles, was ich jetzt erzähle, ab Season 12 aufwärts, soll uns das Leben in Apex Legends ein bisschen versüßen, verbessern, hast du nicht gesehen, und vielleicht sogar die Spieler endlich ein bisschen mehr wieder an Apex Legends binden. Es geht um Skill-Based Matchmaking in den Public Lobbies. Es geht um Cross-Progression, Next-Gen-Update oder Next-Gen-Update, sorry, ich sage mal Next-Gen. Und es geht um mehrere Limited-Time-Modi, also öfter. Nicht mehrere im Allgemeinen, sondern einfach, dass wir öfter in den Genuss kommen, mal einen Limited-Time-Modus zu bekommen. Wir fangen an mit dem Skill-Based-Matchmaking-Problem. Ihr kennt das in Publics. Ihr könnt der schlechteste Spieler sein, der mittelmäßigste. Ich lasse jetzt mal die krassesten Spieler außen vor, weil da ist es dann gerechtfertigt. Egal wie gut oder schlecht ihr seid, ihr landet ständig in Lobbys, wo die Gegner deutlich über eurem Niveau spielen. Und nicht selten seht ihr als Champion einen Predator-Spieler, Master Diamond, hast du nicht gesehen. Und diesen Geschichten kannst du nicht entkommen. Du kannst es nicht beeinflussen, sagen wir es mal besser so. Und Respawn hat sich jetzt endlich zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, das Problem ist lange bekannt. Wir versuchen daran zu arbeiten. Wir möchten das fixen und das könnte vielleicht in Season 12 schon soweit sein. Vielleicht haben sie sich bewusst jetzt erst zu Wort gemeldet, weil vielleicht das Problem schon kurz davor ist, gelöst zu werden. Das wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, wie krass nehmt ihr das wahr, egal wie. Ich sag mal, mittelmäßig oder schlecht ihr vielleicht euch selber empfindet. Ich gehe jetzt mal von den ganzen Diamond-Master-Spielern, Predator-Spielern weg. Die betrifft das nicht. Wenn die auf solche Leute treffen, dann ist das ja völlig gerecht. Schreibt mal in die Kommentare, wie sehr habt ihr das Gefühl, belastet euch dieses Problem und es geht euch ständig auf den Sack, weil wenn ich gegen die krassesten Schwitzer spielen will, dann spiele ich Ranked und dazu ist Ranked eigentlich gemacht und in den Pub-Lobbys sollte es eigentlich ein bisschen entspannter zugehen. Und ich finde, in Ranked ist es tatsächlich, ich sage mal, Platin abwärts deutlich entspannter als in Public-Lobbys. Ist auf jeden Fall mein Empfinden. Bevor wir jetzt zu den anderen interessanten Sachen kommen, zieht euch bitte mal folgendes Video rein. Habe ich auf meinem Drittkanal veröffentlicht. Das habe ich heute auf Twitter entdeckt. Da seht ihr den jetzt aktuellen Number One Predator-Spieler auf der Xbox. In diesem Video ist er noch Platz 2. Und zieht euch einfach mal 2 Minuten lang rein, was der dort betreibt. Es ist verboten, macht's nicht nach, ganz wichtig, und du kannst dafür einen Bann riskieren. Er betreibt Teaming. Das sollte eigentlich schon lange irgendwo ganz weit weg sein. Es scheint aber gerade in den Ranked-Lobbys, gerade ganz weit oben, noch ein ganz großes Problem zu sein. Und wenn, sage ich mal, unter den Top 10 Ranked-Spielern es Leute gibt, die teamen, dann ist das eine ganz traurige Nummer. Zieht's euch rein, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn er da mal vorbeischaut. Jetzt kommen wir zum Next-Gen-Update und zum Cross-Progression-Limited-Time-Modis und so weiter. Modi, Mehrzahl. Josh Medina hat sich vor kurzem zu Wort gemeldet auf Twitter, vor 2-3 Tagen. Er hat geschrieben, Leute, bevor ich mich in den absoluten Urlaubsmodus begebe, schreibt hier mal rein, was ihr euch für 2022 am meisten wünscht. Und vergesst nicht, folgendes ist in Arbeit: Cross-Progression, Next-Gen-Update für die Konsolen. Und er will auf jeden Fall sich dafür einsetzen, dass in 2022 mehr Limited-Time-Modi-Varianten kommen und logischerweise auch welche, die wir vorher noch nicht kannten. Das wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Natürlich spricht noch nicht viel dafür, dass wir Cross-Progression und das Next-Gen-Update in Season 12 bekommen. Aber Season 12 startet kurz nach dem Geburtstag, nach dem dritten Geburtstag von Apex Legends. Und was macht nicht mehr Sinn als die beiden Sachen, die wir uns schon ewig wünschen? Es sollte ja eigentlich laut Leaks zum Raiders Event Update implementiert werden. Zumindest das Next-Gen-Update. Und ich gehe davon aus, sowas Fettes hauen die nicht einfach mal so nebenbei mitten in der Season raus und schon gar nicht vor einem Split, wenn dann eher nach einem Split. Ich gehe davon aus, dass die sich dass es vielleicht schon fertig ist und sie sich als fettes Gimmick beides für den dritten Geburtstag aufheben, weil das wäre dann wirklich mal ein Einstand in das vierte Lebensjahr von Apex Legends, wenn ich das, was dann eine neue Legende kommt sowieso, vielleicht eine neue Waffe. Das haut uns alle mittlerweile nicht mehr so vom Hocker. Also wie willst du einen dritten Geburtstag von Apex Legends noch feiern, wenn nicht mit diesen Features, die sich die Leute schon ewig wünschen? Das dazu.
Ja, mehr gab es eigentlich gar nicht zu sagen, fällt mir gerade auf. Ich habe alle vier Sachen erwähnt. Lasst mich in den Kommentaren auf jeden Fall mal wissen, was ihr von all den Sachen haltet. Wie gesagt, das ist jetzt nicht bestätigt, ob es zum dritten Geburtstag kommt, alle Sachen, die ich jetzt erwähnt habe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es endlich soweit ist und dass auf jeden Fall auch mehr Spieler wieder zurück zu Apex Legends führt, weil man merkt irgendwo, dass die Spielerzahlen ganz schön abgenommen haben. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Weihnachtszeit, falls wir uns nicht nochmal hören, sehen, irgendwo lesen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.